Liebe Community, heute wieder eine neue Folge. Ich freue mich sehr, dass Dominik Föhringer heute mit uns spricht. Wir sprechen über Elektroroller, über Impfen und das Thema Organspende. Ja, lieber Dominik, ich bin ganz begeistert. Du bist ja eine wirkliche Persönlichkeit in diesem ganzen Kontext Digitalisierung, Sichtbarkeit nach außen. Aber erstmal von der Ausbildung her, ich sag mal, ein ganz bodenständiger Unfallchirurg. Gibt es da Verbindungen zwischen Digitalisierung und Unfallchirurgie, was die Patienten auch betrifft? Lieber Jochen, vielen Dank für die Möglichkeit, mit euch beiden hier heute zu sprechen in Düsseldorf. Es ist eine große Freude, mich zu dem Thema äußern zu dürfen. Ja, es gibt in der Tat Verbindungen. Aus der orthopädischen Linie denke ich da in erster Linie an den sogenannten Handy-Daumen. Die Leute sind immer mehr überlastet mit ihrem Daumen, weil sie den ganzen Tag am Smartphone und an Touch-Displays irgendetwas machen. Die sogenannte Mausarm hat sich auf den Handy-Daumen weiterentwickelt. Und in der Tat sehen wir bedauerlicherweise seit letzter Woche einen deutlichen Anstieg von Verkehrsunfällen im Kontext mit den modernen Elektrorollern. Da fahren Leute, die nicht anständig ausgebildet sind, sind abgelenkt mit einem Gerät, wo sie noch nie probiert haben, was passiert, wenn eine Hand vom Lenker geht, und dann kommt es aufgrund der Geschwindigkeit, die die Leute falsch einschätzen, und aufgrund der eigenen Fähigkeiten, die überschätzt werden, erstaunlich oft bedauerlicherweise zu relativ schweren Unfällen. Ich glaube, die Süddeutsche hat da sogar berichtet drüber, oder? Im Süddeutsche Zeitung Magazin war eine sehr schöne Grafik in der Rubrik Gefühlte Wahrheit. Da war ein Kuchendiagramm und da ging es darum, wer wirklich von Elektrorollern profitiert, und ein Viertel des Kuchens war urbane Großstädter oder sagen wir mal moderne Großstädter und drei Viertel waren Orthopäden und Unfallchirurgen. Das Schöne ist, wenn man beides ist, dann hat man 100% vom Kuchen, wobei ich niemanden einen schweren Unfall wünsche, sondern allzeit sichere Fahrt, aber ein bisschen den Gedanken, was das Tempo bedeutet und die Ablenkung in Kombination, dass das gefährlich ist. Aber für mich zeigt dieses auch, das ist ein gutes Beispiel. Der Wunsch war groß, ne? Alle wollten diesen Elektroroller. Es wurde über, Zulassungen gesprochen. Nur was dahinter kommt, eben die Nutzung, dass es auch nicht alles so von selbst geht, sondern dass man im Grunde genauso geschult werden muss. Gerade mit diesen kleinen Rädern, wie kommen da auch vielleicht etwas, Ältere gut mit zurecht? Das soll man gar nicht unterschätzen. Also ich glaube, wir haben schon die Schwierigkeit, in einer Großstadt wie München haben wir einen permanenten Kampf zwischen den Radl-Raudis, die zunehmend schneller da mit Helm und Funktionskleidung durch die Stadt gurken, sich mit Autofahrern anschreien an jeder Abbiegesituation. Jeder von uns weiß, dass das saugefährlich ist, und in diese explosive Mischung zwischen Radlfahrern und Autofahrern hauen wir jetzt noch eine neue Komponente rein, relativ unüberlegt. Und jetzt ist es gerade noch Hochsommer, jetzt lasst da noch Regen, Eis und Schnee dazukommen, Kopfsteinpflaster, Laub, und dann wird es eine hochexplosive Mischung. Also ich wünsche da allen Leuten, dass sie ein paar Minuten drüber nachdenken und das vielleicht erst einmal üben, bevor sie sich dann nach dem Biergarten darauf stellen. Mit Helm oder ohne Helm? Ja, als Unfallchirurg muss man immer den Helm befürworten, nur ist es unrealistisch, wenn die Leute schon nicht willens sind, auf einen eigenen Roller aufzupassen und sich den per App mieten wollen. Auf dem Roller ist wirklich kein Platz. Bei einem Emmy-Roller, bei diesen ganzen anderen To-Go-Modellen mit Vespas oder sonst irgendetwas, da gibt es ein Fach für einen Helm und auch ein hygienisches Haarnetz, also da ist an alles gedacht, aber so ein Roller, da haben wir keinen Platz für einen Helm, und da glaube ich kaum, dass sich jemand einen Helm anschafft, mit dem dann durch die Gegend rennt. Ich habe da jetzt auch nochmal eine Frage zu. Wir haben ja seit Jahren Segways, wo wir Stadttouren mitmachen, da haben wir uns gerade nochmal kurz unterhalten, da habe ich ja schon Erfahrungswerte. Was waren denn die Erfahrungswerte? Ich habe nur mitbekommen, dass der Segway-Gründer selbst gestorben ist auf seinem Segway. Was gab es da in der Unfallchirurgie für Fälle? Also wir haben das nachuntersucht, da gibt es zwei bedeutende Arbeiten, die das vor uns schon mal gemacht haben. Wir haben das dann für unsere eigenen Fälle auch nochmal gemacht in München. Das Problem ist, dass 95% der Segway-Unfallopfer Erstfahrer sind. Das heißt, die lernen eine neue Stadt und gleichzeitig eine neue, Sportart oder Fortbewegungsart auf einmal kennen. Und die Kombination ist einfach unglücklich. Und wir haben dann YouTube-Videos ausgewertet, also eine komplett moderne Herangehensweise gewählt. Und man merkt im Endeffekt zu eng gefahrene Kurven, zwei Segways, also die Kollisionsgefahr ist immer ein großes Momentum, und dann die Veränderung der Oberfläche, wenn ich von der Wiese auf den Weg fahre oder von einem Kopfsteinpflaster auf eine gerade Straße oder sonst was. Und die Leute können das nicht, sie lernen es nicht, und dann wird ihnen zur Ablenkung noch eine schöne neue Stadt präsentiert. Die Kombination ist wiederum saugefährlich. Das Einzelne funktioniert gut, aber die Kombi ist das, was das Ganze sehr, sehr gefährlich macht.
Ja, dann sind wir mal gespannt, wie das weitergeht. Ich glaube, Segway und Elektroroller, da kommt noch einiges. Und wir werden als Gesellschaft damit lernen müssen, vor allem auch die ältere Bevölkerung, die jetzt nicht die Motorik hat wie vielleicht ein jüngeres Kind, dass man eben da auch schmerzhafte Erfahrungen machen muss. So, anderes Thema, Thema Organspende. Da hast du dich auch ganz klar positioniert, hast du deine Meinung zu. Kannst du uns da kurz Einblick geben, Status quo Organspende? Wieso kommen wir da nicht weiter voran? Wir reden über diese doppelte Widerspruchslösung. Anderen Ländern wie in Spanien ist es genau andersrum. Da muss ich mich austragen. Da sind viel mehr bereit, eben sich nicht auszutragen. Der Mensch ist ja faul. Ich muss da nichts machen. Hier ist es ja, ich muss aktiv Organspender werden. Wie kommen wir da weiter an dem Thema? Also gestern durfte ich zusammen mit Jochen Werner Jens Spahn zu dem Thema hören, der meiner Meinung nach einen sehr begrüßenswerten Vorstoß in die Richtung schon losgetreten hat, dass er die Leute einfach mal dazu zwingen möchte, dass sie sich damit befassen. Wie du sagst, der Mensch ist faul. Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass man einmal eine Entscheidung fällen muss. Als ich meinen Führerschein 1996 in Kalifornien gemacht habe, kam zu dem fertig ausgefertigten Führerschein ein kleiner Aufkleber Donor. Den konnte man auf seinen Aufkleber oder auf seinen Führerschein draufkleben oder eben nicht. Das halte ich für extrem relevant, dass die Leute sich einmal damit befassen. Mir selber geht aufgrund persönlicher Erfahrungen und aufgrund der Tatsache, dass ich zwei Organempfänger im Freundeskreis habe, geht es noch nicht weit genug. Ich gehe sogar noch einen Schritt weiter. Der sich dagegen ausspricht, Spender zu sein, fällt auch automatisch aus der Kategorie, dass er unter dem Schutzmantel der Solidarität dann Platz nimmt, sondern ist dann auch für immer kein Empfänger. Weil dann denken die Leute doch nochmal ganz schnell ganz anders darüber nach. Und ja. Das wäre was Neues, weil in der gesetzlichen Krankenversicherung kennen wir ja keinen Malus. Wir kennen nur Bonussysteme. Malussystem, ich bestrafe jemanden. Da gibt es einen Paragraphen, wo ich bei Piercings oder bei Tätowierungen mit eben beteiligt werde an den Kosten, wenn eine Folgekomplikation kommt. Der wurde aus meiner Sicht in den Krankenkassenkreisen ja unterwegs nicht ein einziges Mal angewendet. Das wäre schon ein neuer Vorstoß, ein Malussystem letztlich da zu implementieren, oder? Ja, ich wehre mich ein bisschen gegen den Begriff Malus. Ich stimme dir generell zu, aber der Begriff Malus, der hat so das Böse in sich. Ich will ja niemandem was Böses. Ich will nur, dass wenn jemand von der Solidarität profitiert, wie ADAC-Mitgliedschaft. Wenn ich nicht bereit bin, Mitglied zu sein, dann helfen die mir auch im Pannenfall nicht. So einfach ist das. Ich würde einfach sagen, Organspende ist ein Club. Du hast einmal die Entscheidung, da mit dabei zu sein. Dann bist du Empfänger, allerdings auch im Todesfalle Spender. Wenn du das nicht möchtest, dann bist du in dem Club nicht dabei. Allerdings musst du da mit den Konsequenzen leben. Und dazu möchte ich die Leute animieren, dass sie darüber sich mal Gedanken machen. Ja, lieber Dominik, das ist eben das, was ich an dir schätze, klare Aussagen. Und ich glaube, man braucht auch diese klaren Aussagen, auch in eine Diskussion reinzutreten. Das kann einem dann passen oder nicht passen, aber ich denke, das polarisiert auf der einen Seite, aber bringt auch Klarheit. Du hast dich genauso klar geäußert zum Thema Impfung. Vielleicht bringst du das auch für unsere Zuschauer einmal auf den Punkt, so wie du das siehst. Also auch bei dem Thema Impfen, da sage ich auch, das ist keine individuelle Entscheidung, weil natürlich durch das, was man da gibt, ist eine Herdenimmunität das, was uns alle schützt. Wir haben alle davon profitiert, dass viele, viele der großen Infektionskrankheiten erfolgreich ausgerottet werden konnten. Und jetzt ist aufgrund des Triebs zum Individualismus, des Hangs, ich kann machen, was ich will oder eben auch lassen, was ich möchte, dieser Fortschritt eigentlich in Gefahr. Und das finde ich sehr, sehr traurig, weil da müssen wir alle solidarisch denken, da sitzen wir alle in einem Boot. Und deswegen finde ich auch da ist wiederum sehr begrüßenswert, dass Jens Spahn dieses Thema, er sagte uns, seit 1874 ist das zum ersten Mal diskutiert worden, jetzt wieder zum letzten Mal unterm Kaiser. Ich glaube, da kann man dann schon nochmal über das Thema nachdenken. Wir haben heute in unserer Diskussionsrunde, die wir hatten, über das Thema Smart Hospital gesprochen. Was mich sehr beeindruckt hat, waren die Statements von Frau Professor Süssmuth, unserer ehemaligen Gesundheitsministerin. Das ist ja im Grunde genau die Brücke zu Herrn Spahn, wo man sagt, das eine ist, ich sage mal jetzt, der mehr moderne Weg. Aber sie hat zu ihrer Zeit ja damals auch Extremes bewirkt. Das ist jedenfalls meine Erinnerung noch daran. Und sie hat doch heute immer wieder gebracht, wir dürfen den Menschen nicht aus dem Fokus nehmen und der Mensch wird die Veränderung eben selbst auch schaffen. Und das ist so dieses, wir warten nicht mehr, sie sagt, machen. Das siehst du, glaube ich, sehr ähnlich.
Also ich sehe das absolut so. Wer nicht gestaltet, der wird gestaltet. Das muss man ganz offen sagen. Und ich glaube, wir müssen das in die Hand nehmen. Deswegen versuche ich auch in Deutschland, das Thema Digitalisierung im Gesundheitswesen so voranzutreiben, genauso wie ihr beide es auch tut. Weil sonst werden uns einfach vorgefertigte Lösungen aus anderen Ländern vorgesetzt. Und dann haben wir nicht mehr die Kontrolle über das, was mit unseren Daten geschieht. Und dann können wir eben nicht gestalten, sondern können wir nur noch auf dem Trittbrett mitfahren, was ich sehr bedauern würde. Und wir haben gerade über Professorin Süßmuth gesprochen, mit 83 Jahren noch aktiv unterwegs. Und am besten ist, wir schauen da gemeinsam mal rein. Dann bitteschön. Ob wir politisch gerüstet sind, da antworte ich mit meinem Kernsatz: Politisch fange ich nicht an, sondern ich fange an, wie sind die Menschen gerüstet dafür. Und Ihre Frage verleitet ja dazu, irgendjemand muss es machen. Nein, wir müssen es machen. Und damit weg von diesem Gedanken, wir haben jetzt wieder viele Untersuchungen, was vom Staat erwartet wird in der digitalen Welt und was wir von uns selbst erwarten. Mein Grundsatz lautet, wir sind nicht ohnmächtig. Dazu sind wir lange angehalten worden, vor allen Dingen als Frauen. Und wenn wir an das Potenzial von Menschen denken, dann würde ich, wie Herr Werner begonnen hat, weitermachen. Warum wagen wir uns eigentlich an bestimmte Dinge nicht heran? Wie lange hat es gedauert, bis nicht mehr alle um 6 Uhr aufstehen mussten, um gewaschen zu werden? Um so ein banales Beispiel zu bringen. An den einfachsten Dingen, es waren feste Regelzeiten, wann gegessen wird, wann geschlafen wird, wann diagnostiziert wird. Der digitale Bereich ist ja längst da. Ist ja nicht so, als kommt er irgendwann. Wir stecken bereits drin und nehmen Sie den Bereich Bildung, den wir dafür brauchen. Sagen wir, die Schule ist das Wichtigste für ihn. Ja, und was kommt vor und nach der Schule? Da muss man doch fragen, wie viel Bildung brauchen wir gerade heute? Das gehört in einem hohen Maße begleitend zur Berufstätigkeit, auch die Sprachenbildung, die Fachsprachenbildung. Wir stehen ja immer noch bei den Beipackzetteln vor der Frage, was verstehen wir davon, was weiß ich jetzt? Und ich möchte Ihnen sagen, wenn ich eins dazu beitragen kann, versuchen wir den Menschen die Angst zu nehmen. Wir haben also über das Digitale nur furchterregend gesprochen. Wie viele Arbeitsplätze verloren gehen. Dann kamen wir gleich mit dem autonomen, selbstfahrenden Auto. Alles, wo gleich der Mensch fragt, wie gefährlich ist das denn? Und da werden die Antworten, ja, und die Frauen finden es immer noch gefährlicher als die Männer. Vielleicht ist es manchmal gut, auch bei den Elektrorollern jetzt zu sagen, beachtet das, was zu bedenken ist. Und, aber ich finde, deswegen bin ich auch heute hier, ich habe eigentlich viel zu wenig Ahnung im Vergleich zu Ihnen, aber mir ist wichtig, dass wir dabei lernen, wie wir jetzt gerade begonnen haben, wie rede ich mit den Menschen, wenn es darum geht, sie wegzuführen von einem Stein auf den nächsten und daran. Das Mindeste, was wir doch erwarten können, dass wir Neugier entwickeln können. Was passiert denn da? Ja, das war ein spannender Einblick in die Diskussion mit Frau Professorin Süßmuth, ehemalige Gesundheitsministerin in den 80er Jahren. Und jetzt kommen wir am Ende nochmal auf das Thema Datenschutz. Lieber Dominik, wie schätzt du das Thema Datenschutz ein? Lange Zeit war es ein Totschlagargument, jetzt sind wir sensibler geworden, dass es auch andere Möglichkeiten gibt. Wie ist da der Status quo? Ja gut, das ist eigentlich eine interessante Parallele oder eigentlich jetzt das dritte Element auf diesen Dreibein. Genauso wie bei Impfung und Organspende, auch hier. Datenschutz ist für mich nur etwas für Gesunde. Der Gesunde hat extremes Interesse oder extreme Ängste davor, dass seine Daten geteilt werden. In dem Moment, wo ich eine Erkrankung habe, bei der die Möglichkeit besteht, durch das Teilen und Austauschen von Daten eventuell an eine bessere oder schnellere Heilung zu kommen, an eine bessere oder schnellere Diagnostik oder Therapie,
ist jeder sofort bereit, das zu machen. Nur da muss man halt auch vorher drüber nachdenken. In den USA funktioniert seit Jahren eine Plattform, die heißt Patients Like Me. Da tauschen sich Patienten über ihre Krankheit aus. Das ist etwas, was ich absolut befürworte und so sehe ich den Datenschutz auch. Stellt in Frage, ob ihr durch den Schutz eurer Daten andere Leute bedroht oder euch auch selber dabei behindert, die ideale Diagnose zu bekommen. Eine ähnliche Diskussion haben wir auch beim Impfen. Wenn ich mich dagegen spreche, mein Kind in der Kita nicht impfe, mache ich eben auch ein Risiko für andere auf damit. Ne? Und das ist eben ähnliche Diskussion. Ja, vielen Dank. Das war super spannend. Danke, dass du die Zeit genommen hast. Wir grüßen euch. Bleibt gesund. Wenn ihr krank seid, werdet schnell wieder gesund. Bis demnächst. Tschüss zusammen. Tschüss. Vielen Dank.